Moin und herzlich willkommen zum neuen Video vom Siebensohn, das bin ich. Wie ihr wahrscheinlich schon im Titel des Videos gesehen habt, geht es heute um Wireless CarPlay. Da haben wir Post gekriegt und zwar aus Schweden von der Firma Efter Montering einen Wireless CarPlay Adapter. Ich habe von vielen von euch eine Frage gekriegt, warum erst jetzt ein neues Video kommt und warum es nicht zum Thema Navigationssystem. Ich stelle mal kurz ein Video rein, so sah das bei uns ungefähr aus. Fassen. Das Navi hat leider nicht unseren Qualitätsstandards entsprochen, die wir eigentlich angelegt haben, und es hat einfach nicht so funktioniert, wie es sollte. Die Anleitung war relativ schlecht, deswegen haben wir uns entschieden, das wieder zurückzuschicken, und wir haben uns für was anderes entschieden. Dazu kommt auch wahrscheinlich, sag ich mal, zu 99% in den nächsten Wochen auch ein paar weitere Videos, denn wir werden uns ein anderes Navi holen, aber dazu, wie gesagt, mehr in den nächsten Videos. Heute geht es, wie gesagt, um diesen CarPlay-Adapter. Was macht man damit? Den CarPlay-Adapter benutzt man, um Wireless CarPlay machen zu können. Euer Auto muss dafür schon die Funktion CarPlay haben. Aber was mich zum Beispiel ultra nervt an CarPlay ist das Kabel. Ja, es lädt das iPhone, aber man muss immer das Kabel im iPhone haben. Man kann es einfach nicht in der Hosentasche lassen. Oder wenn man es irgendwo hinhängt, ist halt das Kabel im Weg. Sieht halt nicht so geil aus. Und diese Funktion Wireless CarPlay, so wie es in ganz, ganz neuen Autos ist oder auch in luxuriösen Autos, die von 2016, glaube ich, kommen, BMW 7 und so weiter, ist schon verdammt geil. Deswegen haben wir uns entschieden, das Ding zu holen. Kostet um die 170 Euro, ist nicht ganz günstig. Wir haben aber für euch einen 10% Gutschein, haha. Der ist unten drin, einfach Copy-Paste auf dem Link auch zu dem Gerät. Nicht wundern, die Seite ist auf Schwedisch, aber man kann einfach sich durchklicken und dann kommt man auch zum Ziel. Ihr spart mit dem Code 10 Euro, so knapp 160 Euro, glaube ich, mit Versand. Relativ geil. Ich bin sehr gespannt, wir packen das schöne Ding mal aus. So sieht der Ganze aus. Relativ unspektakulär, Schutzfolie ist auch noch drauf. Kann ich ja mal abmachen. Genau, Wireless CarPlay. Ziehen wir mal die Folie ab. Hier, komm. Zack. Der kommt einfach hier in die USB-Buchse vom, wo auch das normale iPhone per CarPlay angesteckt wird. Hier hinten ist sogar auch noch ein USB-Slot dran. Ich denke mal, man kann einfach das dann überbrücken und dann sein iPhone damit auch aufladen. Das werden wir gleich ausprobieren. Wir werden das Ding testen hinsichtlich, wie einfach es anzuschließen ist. Sollte nicht das Problem sein. Aber wie einfach das mit dem iPhone zu verbinden ist, wie die Qualität ist, ob das irgendwie laggt, ob das irgendwie hakt oder so. Weil einige von euch haben mir geschrieben, dass sie so ein Ding aus China hatten, die halt so 50 bis 100 Euro kosten. Aber die Dinge haben das Problem, dass sie haken oder gar nicht funktionieren. Ich muss dazu sagen, dass das nicht offiziell von Apple unterstützt ist. Das heißt, wir gaukeln sozusagen dem Radio vor, indem wir das Ding reinstecken, dass ein iPhone schon verbunden ist. Und das iPhone selber kann ja Wireless CarPlay, das heißt, das denkt, hey, das Ding ist ein Wireless CarPlay-Gerät aus irgendeinem Auto, was es halt unterstützt. Das verbindet sich dann und dadurch soll es funktionieren. Ich bin sehr gespannt. Wenn es flüssig funktioniert, werden wir es auf jeden Fall benutzen und weiterempfehlen. Aber das sehen wir jetzt beim Einbau. So, jetzt sind wir im Auto. Wir sehen, wir haben gerade kein CarPlay-Gerät angeschlossen. Da kommt jetzt der Adapter ins Spiel. Wir nehmen den Adapter und schließen den einfach per USB dort in die Buchse hinein. Ich friemel das da mal rein. Und wir sehen, wenn jetzt gerade sagt er hier noch kein CarPlay, nichts verbunden. Genau, schon auf dem richtigen Display. Das Handy, was mit CarPlay benutzt wird, ist gleich hier. So, jetzt ist es reingesteckt. Ich packe das mal da rein und mache es zu. Und wir warten mal, ob da sich gleich was ändert. So, guck ich, da haben wir schon iPhone, obwohl kein Kabel an dem iPhone dran ist. Und jetzt ist das die Oberfläche von dem Adapter selber. Und er sucht jetzt sein iPhone, mit dem er verbunden ist. Das ist mein iPhone, iPhone von Moritz. Er verbindet sich mit, mal gucken, ob ich irgendwas machen muss an meinem Handy. CarPlay. Und zack, sind wir drin. Das ging schon mal sehr schnell. Ich muss nichts machen, das kann theoretisch auch in der Hosentasche bleiben. Mal gucken, ob es auch schnell genug ist. Ich gehe mal in die Musik rein. Das funktioniert. Karten, also sehr ultra flüssig. Sehr, sehr geil. Podcasts. 7 Navy Talk kann ich euch sehr empfehlen. Sehr geile Folge mit dem Special Guest, mit dem Max. Okay, mal gucken, ob das funktioniert. Ach, wunderbar. Ja, ich kann es also wirklich sehr empfehlen. CarPlay funktioniert wunderbar. Ich muss nichts machen mit dem Handy und das Ding ist drin.
Ja, wie ihr gesehen habt, unglaublicherweise, es funktioniert genial. Was ich halt geil finde, ist, wir haben das Ding eingesteckt. Das Auto hat sofort erkannt, hey, das ist ein CarPlay-Device, das lege ich mal an. Und das Ding ist ja innerhalb von 10 Sekunden mit dem iPhone verbunden. Wir können es dann sofort starten und sofort ist CarPlay da. Ohne Probleme, total flüssig, wie wir auch gesehen haben, ohne Funktionsstörung. Was ich nochmal testen werde, ist, wie lange dann der Akku hält. Das ist auch noch spannend, aber man ist ja meistens nicht 7, 8 Stunden unterwegs, dass der Akku dann schnell alle geht. Auf jeden Fall sehr, sehr geiles Tool, Luxus-Feature fürs Auto, egal wann. Auch egal für welches Auto, ist also für Golf, für, keine Ahnung, BMW, Audi, für jedes Auto, was irgendwie CarPlay hat, kann man jetzt Wireless CarPlay nutzen. Vielen Dank fürs Zugucken und bei der nächsten Folge geht es bestimmt um ein neues Navi. Aber bis dann.